Hallo, ich habe die Basisstruktur ein wenig geändert. Das heißt, wir werden uns kurz Markdown anschauen. Das heißt, wie kann ich Texte beschreiben? Wie kann ich Listen, nummerierte, nicht nummerierte einbinden? Und dann ganz natürlich, wie kann ich Links innerhalb des Dokuments externe Links einfügen? Und vielleicht auch Bilder in dem Sinne. Tabellen, obwohl die ein Standardelement von Markdown sind, habe ich erstmal rausgenommen. Und zwar, weil Tabellen in LiaScript noch etwas mehr können. Das heißt, ihr werdet noch kurz lernen, wie man vielleicht auch Videos oder Audioaufnahmen hinzufügt und danach kommt das Publizieren. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu schlimm. Das heißt, wenn ihr einfach in Markdown einfach einen Text schreiben wollt, das heißt, im Grunde könnt ihr wie auf der Tastatur, nicht wie auf der Tastatur, natürlich auf der Tastatur, aber wie auf der Schreibmaschine einfach. Keine Ahnung. Ein wichtiger Satz schreiben oder sowas. Wie sieht das Ganze aus? Aha, der Satz wird tatsächlich dargestellt. Dieser Satz ist nicht so wichtig. Das heißt, hier ist eines der Grundkonzepte von Paragraphen. Das heißt, sobald ich immer, ich muss mindestens eine Leerzeile in dazwischen haben, sodass Texte oder alle Elemente in dem Sinne also schöner strukturiert sind und plus, dass die auch als separat erkannt werden. Das heißt, das unterscheidet sich von dem, also die Überschriften von den Texten, weil da eine Leerzeile dazwischen ist, aber auch verschiedene Paragraphen werden so unterschiedlich dargestellt. Manche Sachen möchtet ihr natürlich, also das heißt, sobald der Text schreibt und eine Leerzeile darunter ist, das gilt auch für Listen oder andere Elemente und Tabellen und sowas, dann werden die immer als separat betrachtet. Das heißt, hier ist wieder, das wäre ein zusammengehöriger Textblock. Sobald ich da eine Leerzeile rein mache oder einfüge, ist das wieder eine, ja, sind das zwei unterschiedliche Paragraphen. Das heißt, ich möchte natürlich vielleicht auch Sachen hervorheben im Text, die besonders wichtig sind. Das heißt, in Markdown gibt es einmal die Möglichkeit, das Ganze kursiv zu machen. Das heißt, es wären entweder nur einfache Unterstriche. Und wie ihr seht, wichtiger ist etwas kursiv dargestellt. Das Ganze, gibt natürlich auch mit Sternchen. Also das ist dann, da passiert jeweils das Gleiche. Sternchen, Sternchen. Möchtet ihr das Ganze vielleicht dick dargestellt haben, dann einfach zwei Sternchen oder zwei Unterstriche auswählen. Das Ganze ist dick oder soll dick und kursiv sein. Dann natürlich mit rein. Man kann das Ganze auch noch einschieben, wenn man möchte. Das heißt, ich habe jetzt, glaube ich, dick und kursiv und Satz ist nur kursiv. Gucken wir mal, was da rauskommt. Ja, das ist jetzt praktisch eingenistet. Also man kann das Ganze einbauen, wie man möchte. Was man natürlich auch machen kann mit Texten ist, ich möchte einfach das als Infoblock oder sowas, als zusätzlichen Informationskasten haben. Das heißt, ich mache einfach einen, weiß nicht, schließenden oder einen größer, kleiner gleichzeitig, je nachdem, wie man es sieht, davor, jetzt immer in diese Richtung dargestellt und habe hier sozusagen einen hervorgehobenen Satz. Hier gelten aber auch wieder alle Styling-Möglichkeiten, nenne ich es mal, für den Text. Das heißt, nicht ist nicht so wichtig in diesem Satz. Hier wäre natürlich auch wieder der nächste Block. Satz 2. Cool. Ja, interessanterweise, die werden jetzt so dargestellt, wie es, als ob die nicht zusammengehören würden. Aber wenn man noch einen Paragraphen dazu machen, dann sieht man, das ist ein kleiner Unterschied. Das heißt, möchte ich das vielleicht noch, was HTML halt natürlich auch bietet, wir können überall Linien hinzufügen. Das heißt, im Markdown wären das einfach nur drei Striche. Das heißt, wir haben irgendwas abgegrenzt von den jeweiligen anderen Blöcken. Also je nachdem, wie man das gerne haben möchte oder sieht. Das heißt, drei Striche sind immer eine durchgezogene Linie, die auch bis zum Ende so dargestellt wird. Genau, wir haben einen Blocksatz. LiaScript erlaubt es zum Beispiel noch das Ganze
Goldmünzen. Ups. So darzustellen. Das heißt, das Ganze wird dann noch etwas hochgehoben. So viel dazu. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, das heißt, möchte ich vielleicht diese Sternchen wirklich dargestellt haben? Also ich möchte jetzt einen Satz oder ich möchte das jetzt zwingend oder HTML-Code oder irgendwas anderes, irgendwas darstellen, was nicht interpretiert werden soll, dann ist Standard Markdown immer noch diese Backtick-Notation. Das heißt, bei mir auf der Tastatur ist es neben dem SZ, also auf der deutschen Tastatur. Das heißt, das soll genauso dargestellt werden mit allen Zeichen, wie es halt hier vorkommt. Das heißt, so ein kleiner Codeabschnitt. Aber ihr könnt natürlich auch, und das nur zur Hilfe, wenn ihr das wirklich ausklammern wollt, ich möchte halt das nicht, kein Styling durchgeführt wird. Das heißt, man kann diese ganzen Sachen auch noch, es ja, man nennt es escapen, das heißt einfach ein Backslash davor und wir haben jetzt den Strich. Und wenn man das Ganze, und das geht natürlich auch bei Sternchen, die kann man auch, könnten wir mal den hier einfach ausblenden, so darstellen. Das heißt, das Ganze ist nicht mehr kursiv, wir haben die Unterstriche, ja, der Fachmann sagt escaped, oder nur noch dieser Teil plus das Sternchen ist kursiv. Also so viel erstmal zu den Texten. Was vielleicht wichtig wäre, wären natürlich auch Aufzählungen. Wenn man das mit Lia machen würde oder mit dem Snippet, ihr könnt einfach Lia, ich glaube, list ordered oder unordered, das sind diese jeweils beiden Möglichkeiten. Hier ist noch diese Erklärung dazu. Also dafür für die Listen kann man wieder ein Sternchen, ein Plus oder ein Minus verwenden. Ich glaube aber Plus oder Sternchen sind jeweils diese Standards. Das heißt, hier hätten wir drei Blöcke. Hier kann natürlich wieder komplett das Ganze genutzt werden wie bei den Paragraphen. Das heißt, ich lasse mal Blocks einfach mal so stehen. Ich möchte aber einen zweiten Absatz hier dazu haben. Das heißt, das, was hier zu beachten ist, ist einfach nur dieser Einschub. Das heißt, ich habe hier ein Plus, Leerzeichen. Und auf dieser Höhe müssen auch alle folgenden Unterabschnitte dargestellt werden. Das heißt, dass, und so können mehrere Textblöcke hinzu eingefügt werden, Aufzählungen etc. Mache ich hier irgendwas rein, dann mache ich die ganze Sache schon kaputt. Das heißt, er wird, weil er hier kein Leerzeichen findet, interpretiert er das als einfachen Block. Wenn ich wieder Text dazwischen haben möchte und eine andere Aufzählung, dann muss ich einfach diese, ja, Kette, diesen Einschub durchbrechen. Es ist im Grunde egal, ob ihr ein Sternchen gleichzeitig wählt oder ein Minus. Das Ganze, ja, was euch halt besser gefällt. Ein Vorteil natürlich ist, wenn man das einheitlich nutzt. Das heißt, ich nehme hier zum Beispiel nur Sternchen für den ersten Abschnitt und nehme zum Beispiel Plus nur für den zweiten. Ein anderer Text. So habe ich halt die Möglichkeit, auch noch diese Unterpunkte einzuschieben oder kann das natürlich noch weiter und weiter schachteln. Das heißt, das Schöne ist, also ihr müsst euch nicht kümmern, ihr seht direkt, was passiert und habt hier auch diese Darstellung. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr das Ganze natürlich auch noch nummerieren. Das heißt, man fängt einfach nur mit. Erster Punkt, der wichtig ist, ist vielleicht erster Punkt. Ups. Zweiter Punkt, den will ich mal hervorheben. Kriegt den Kurs so dargestellt mit 1 und 2. In VS-Script ist das Besondere, dass ihr sogar, ich könnte jetzt hier auch die Reihenfolge ändern. Das ist der zweite, das ist der erste. Und es wird dann auch so dargestellt, wie ihr das selber zählt.
Also müsst ihr euch merken, bei Markdown ist es ein bisschen anders. Da wird von oben angefangen mit 1 bis und jeweils der zweite Unterpunkt durchgezählt. Hier könnt ihr das Ganze natürlich auch noch kombinieren mit hier dann jeweils 3 Einschübe. Sind dann notwendig. Das heißt, weil Zahl, Leerzeichen und dann geht es erst los. Und hier wollen wir zum Beispiel noch eine einfache Aufzählung hinzufügen. Also haben wir zweiter Punkt, Unterabschnitt, erster Punkt. Also so viel vielleicht zu Listen und Aufzählungen. Das heißt, aha, das haben wir hier auch bei uns in unserem Kurs in der Darstellung. Das heißt, also die Grundidee ist dabei, ihr schreibt einfach los und müsst euch nicht um diese Formatierung kümmern oder gucken, was wo, auf welchen Button oder wohin ich klicken muss, etc. ausgeführt werden möchte. Natürlich möchte man auch vielleicht Links benutzen. Das heißt, ihr möchtet in eurem Dokument auf ein anderes Dokument verweisen oder an andere Stellen im Dokument springen. Das heißt, die einfachste Möglichkeit, einen Link einzufügen, am besten wir machen das gleich mal hier, das wäre die Creative Commons Suchmaschine. Das heißt, ihr könnt hier für Bilder suchen, die lizenzfrei sind oder wo die Lizenz jeweils da dargestellt wird. Bloß damit es etwas schön aussieht. HTTPS, das wäre so ein einfacher Standardlink, der erkannt wird. Und der ist dann natürlich auch klickbar. Also der kann irgendwo im Text. Es muss dann jeweils nur, Herrgott, eine einfache mit Leerzeichen abgetrennt werden als eigenes Wort. Und ihr habt praktisch euren Link separat mitten in den Text. Und auch natürlich, was man vielleicht machen möchte, man möchte nicht diesen, vor allem bei verschiedenen oder komplizierten Links, die man hat, möchte man das Ganze natürlich auch benennen. Einfach nur zum Beispiel Klick hier oder Klick mich einfügen. Das heißt, eine einfache Möglichkeit, wir nennen es mal Names Link Doppelpunkt und das ist wieder, also wenn ihr nach Markdown sucht und wie man Links formatiert, dann wäre dies die Option oder wie man es macht. Das heißt, oder ihr könnt natürlich auch LIA Link Konvention, hier steht es nochmal, LIA Script in eckigen Klammern, jeweils der Name eures Links und dahinter dann die jeweilige URL. Das heißt, das möchten wir gerne benutzen. Dann kann man dem Ganzen die CC-Suche diesen Namen geben. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze natürlich auch noch dick machen. Das heißt, ich möchte den jetzt vielleicht besonders hervorheben. Das heißt, entweder ihr macht das hier drin, habt dann diesen dicken Link oder aber ihr könnt auch, also später, ihr könnt da auch ein Bild reinmachen, ein Video oder sowas, das werde ich euch noch zeigen, oder ihr macht das um diesen Block dann auch im Speziellen herum. Das ist je nachdem, was ihr besser findet, das ist jeweils dieselbe Konvention. Noch eine kleine Info, was auch möglich ist, in Markdown, das heißt Leerzeichen, Hochkommas, als diesen Highlight-Text noch zusätzlich hinzuzufügen. Das heißt, dafür ist die Notation, das seht ihr auch bei der LIA-Hilfe, eckige Klammern Name, in runden Klammern jeweils der Link, dann durch ein Leerzeichen abgetrennt und in Hochkommas, dass wir hier mehrere Sachen kommen können, jeweils der Text, den ihr haben möchtet. Das heißt, okay, das wären die Links zu externen Elementen. Wie kann ich das Ganze natürlich noch erweitern? Ich möchte vielleicht Verweise
innerhalb meines Dokuments hinzufügen. Das heißt, ich möchte innerhalb des Dokuments zu verschiedenen oder des Kurses zu verschiedenen Seiten navigieren. Das Ganze nennen wir mal interne Links. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Wir können zum Beispiel zu, nennen wir es einfach mal Intro. Intro gehen, das wäre der nummerierte Link. Und dann, wir beginnen einfach mit Hashtag, der geschweifte Klammer, das heißt für Nummer 0. Ja, sorry, 1. Und das Ganze springt einfach nur auf unseren Basiskurs. Nun könnt ihr euch merken, hier oben ist die 1. Das heißt, das springt auch einfach nur zur Nummer, zur Slide oder zur ersten Folie dann zurück. Das kann natürlich bei vielen Sachen etwas komplizierter werden. Das heißt, es besteht auch die Möglichkeit, anstatt einer Nummer, kann man Lia Script Kurs dann den Titel direkt anzugeben. Das springt genauso hin. Man muss sich nur merken, dass Leerzeichen jeweils abgetrennt werden durch Unterstriche. Wie gesagt, es gibt zwei Typen für interne Links. So viel erstmal zu Links. Und eine Möglichkeit, die ich euch noch zeigen möchte, die darauf aufbaut, sind dann praktisch die Bilder. Das heißt, wie füge ich ein Bild ein? Ein Bild ist nichts anderes als ein Verweis. Und dafür können wir die Suchmaschine vielleicht gleich mal nutzen. Oder machen wir es mit der LIA. Möglichkeit für Hilfe. Das heißt, Bilder, Doppelpunkt, LIA, Image. Das heißt, es wird einfach nur ein Ausrufezeichen vor den Link gelegt und dann müsst ihr jeweils eine Bildadresse angeben. Können wir mal. Was könnte man angeben? Gefällt mir dieses Bild zum Beispiel. Und der Link wäre. Diesen Punkt sieht man natürlich nicht. Der Bild eines Baumes. Hier müssen wir natürlich die Darstellung nochmal schließen. Es gibt auch die Möglichkeit zurückzuspringen. Und ihr habt das Bild eines Baumes eingefügt. Das heißt, durch HTTPS irgendeine externe Darstellung auf ein Bild gezeigt. Es könnte natürlich auch sein, dass ihr hier in eurem lokalen Verzeichnis Bilder habt. Das heißt, wir legen einfach mal ein neues Verzeichnis an. Nennen wir es mal Pix. Und da. Schieben wir das Baumbild einfach mal da rein. Tak, tak, tak. Grafik speichern unter. Wir sind bei Workspace, das ist jeweils, wo ich das abgelegt habe. Projects, Lia, Books, Basics, Pix. Das Bild nennen wir mal einfach Baum. Das heißt, wir haben hier jetzt ein Baum.jpg-Bild drin. Bild eines Baumes, das heißt, wenn es bei euch sich lokal befindet, dann einfach nur den Pfad relativ zu einem Verzeichnis eingeben. Das heißt, hier wäre es der Unterordner pix/baum.jpg. Und das Resultat, wie ihr seht, ist das gleiche. Der Baum ist auch im Kurs dran. Vielleicht, naja, der ist noch vielleicht ein bisschen zu groß.
vielleicht als kleines Feature für später, für den nächsten Schritt, via Skript erlaubt. Also anstatt das Bild zu beschneiden, damit es jetzt in jede mögliche Darstellung oder Größe passt oder sowas, könnt ihr nur jedes Attribut oder jedes Element auch extern, ja, wie gesagt, stylen. Aber dazu später mehr, nur damit es jetzt vielleicht schön aussieht. Das heißt, es wären die Standard, wer HTML kennt, Attribute. Wir machen einfach mal Width für unser Bild und das soll genauso breit sein wie der Bildschirm hier. Das heißt, egal in welcher Darstellung. Das heißt einfach nur Style. Wir möchten an das Bild, den Styling und das Attribut noch anhängen, Weite 100%. Wenn wir das speichern, egal wie groß das ist, habt ihr jeweils die perfekte oder die geeignete Darstellung.